Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch alle Lösungen zu den Schießerei bei Sonnenuntergang Challenges zeigen. Bedenkt, dass jeden Tag immer eine Challenge freigeschaltet wird und das Ganze dann nach 7 Tagen auch wieder beendet wird. Ähnlich schon wie die Beast-Herausforderung jetzt. Und ich komme jetzt mal zu der ersten Challenge, die jetzt schon freigeschaltet ist. Und zwar müsst ihr in Solo- oder Duo-Matches und den letzten 10 sein. Natürlich ist das im Duo leichter. Denke ich mal, sollte aber relativ gut machbar auf jeden Fall sein. Dann als nächstes, morgen wird freigeschaltet Eliminierung mit der Pistole. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob Revolver auch als Pistole zählt. Ich meine aber schon, das heißt, ihr könnt mit Revolver Kills machen. Ihr könnt mit der Diegel Damage machen. Komplett lost erstmal. Und das Witzigste in dem Spiel, wie kann man nicht mal Kisten hier öffnen? Auch komplett dumm. Ja, aber auf jeden Fall, müsst mit Revolver Damage, entweder mit Revolver oder mit der schallgedämpften Pistole, mit der normalen Pistole oder mit der Diegel. Ich glaube, das sind alle Pistolen, die es im Game gibt. Müsst ihr 2 Kills machen, denke ich mal, sollte auch relativ easy möglich sein. Da muss man Munitionskisten durchsuchen, entweder hier in Tilted Town oder Junk Junction, 7 an der Zahl. In Tilted Towers gibt es davon super viele. Auch Revolver findet man hier ohne Ende. Aber überall hier drin, for few fact. Aber es gibt ein Haus in der Mitte, wo wirklich extrem viele Munitionskisten sind. Das ist wirklich super easy zu machen. Und zwar in dem Haus hier auf der hinteren Seite, dort unten drin, gibt es eine Menge Munitionskisten, soweit ich weiß. Genau, hier ist eine, da ist eine, hier ist eine, hier ist eine. Geht ihr zweimal hier hin und habt's. Oder ihr geht einfach nochmal in einen benachbarten Ort. Und dann solltet ihr das auch haben. Ein benachbartes Haus. Hier ist zum Beispiel auch noch eine. Ich denke mal, das sollte gut möglich sein. Dann muss man herabsteigenden Vorratslieferungen Schaden hinzufügen. Das heißt einfach, wenn ihr seht, da kommt ein Loot-Job runter. Einfach ein bisschen raufballern. Mit einer AR. Und dann sollte das easy möglich sein. Ihr müsst ihn nicht mal ganz runterschießen. Ich glaube, so ein, selbst im Solo hat er 53 Leben, der Loot-Job oder so. Also sollte auch sehr, sehr easy möglich sein. Dann müsst ihr einmal in allen verschiedenen Seltenheitsgraden Waffen aufheben. Also einmal episch, legendär, blau, selten, ungewöhnlich und gewöhnlich. Einmal in den allen Seltenheiten müsst ihr einen Gegenstand sogar nur. Also es muss keine Waffe sein, ihr könnt auch einen Busch finden und zählt als legendäres Item. Davon müsst ihr immer von jedem nur eins aufsammeln. Als nächstes kommt Lande bei Tilted oder bei Battlefields. Empfiehlt es natürlich Tilted zu landen. Weil man hier dann so oder so die Munitionskisten sammeln muss. Falls ihr das später machen sollte und die Tilted Munitionskisten oder man kann immer auch in Junk Junction Munitionskisten, aber wenn man das später macht, kann man natürlich Tilted landen und Tilted Munitionskisten durchsuchen. Ist auf jeden Fall nice. Und dann als letztes einfach Gegnern Schaden mit Sturmgewehren hinzufügen. 500 an der Zahl. Denke ich mal, sollte auch ziemlich easy sein. Das gibt einmal 10 Battle-Sterne, also ein Level dann am Ende. Dann gibt es am zweiten Tag 500 XP. Dann gibt es ein Loading-Screen, wieder 10 Battle-Sterne, 1000 XP, 10 Battle-Sterne und dann nochmal 2000 XP, wenn man alle abgeschlossen hat. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Challenge-Video. Nachher wird es auch nochmal ein Video geben zu den anderen Challenges, zur bunten Ballerei-Challenges, den Battle Pass-Challenges. Allerdings muss ich dafür, oder will ich dann einfach alle auf einmal machen. Ich will nicht extra für jedes einzelne dann noch ein Video machen. Macht dann einfach alle Videos, alles einmal durch. Wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da. Schreibt Feedback in die Kommentare, lasst gerne ein Like da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.